Nächsten Freitag wird Rüschlicker zum vierten Mal der renommierte Preis Social Entrepreneur vergeben. Ein Preis, der Firmen auszeichnet mit einem besonderen sozialen Engagement. Die Schweiz Aktuell stellt diese Woche die vier Finalisten vor, die für den Preis nominiert sind. In der Beitragsserie von Helen Arnett geht es heute um den Verein Midnight Projekt, der einen wichtigen Beitrag leistet zur Sucht- und Gewaltprävention. Und zwar mit einem ganz einfachen Motto: Sport am Wochenende. Die Idee: Jugendliche treffen sich in offenen Turnhallen und machen Sport statt Dummheiten. Und so funktioniert es. Der Verein Midnight Projekte macht in über 70 Gemeinden in der Schweiz am Freitag und Samstag oben Turnhallen auf und hält die Jugendlichen von der Strasse. Sucht- und Gewaltprävention beim Basket- und Volleyspielen. Hier zum Beispiel in der Luzerner Gemeinde Littau. Also ich finde es lustig, wie wir Jugendliche doch einfach shooten. Basket spielen und es einfach ausruhen und können Musik hören, finde ich toll. Ja, ich wollte schauen, wie es so ist und ich denke, es macht auch Spass hier. Ja, ich treffe hier viele Kollegen und so und kann man hier shooten und so, ich finde es gut. Und es ist auch noch lässig, dass die Buben da sind, oder? Ja. Und er hat das Konzept mit den offenen Turnhallen aus den USA importiert und an Schweizer Verhältnis angepasst. Der Robert Schmucki, Architekt und ehemaliger Basketballtrainer. Ja, wir wissen, dass die Jugendlichen wahnsinnig stark auf der Straße hängen am Samstagabend. Und ich meine, sie brauchen einen Ort, um sich zu treffen. Und das haben sie in der modernen Stadt. In der modernen Gemeinde haben sie es einfach nicht. Und es ist, die Turnhallen stehen überall, stehen sie leer, es gibt sie überall. Und die Frage ist einfach, wieso dass man sie nicht auftut. Mit Sport, Gewalt, Alkoholmissbrauch und Ausgrenzung schon in den Anfängen verhindern. Die Idee von Robert Schmucki ist preiswürdig. Findet man bei der Schwab-Stiftung. Es ist ein Projekt, was sich in der Schweiz rasant verbreitet hat. Es gibt mittlerweile 71 Standorte. Er arbeitet mit verschiedensten lokalen Partnern und ist damit in der Lage, besonders effizient zu arbeiten. Ob mit oder ohne Auszeichnung, die Jugendlichen von Litau haben Ehrenpreis an das Midnight-Projekt schon längstens vergeben. Ja, einfach das Beste, was jetzt gibt. Ich finde auch, das ist das Beste, was jetzt gibt. Ja, ist geil. Das Beste, was jetzt gibt. Midnight Projekte nominiert für den Preis Social Entrepreneur 2009. Ob der Verein Midnight Projekt zum sozialen Unternehmen vom Jahr gekürt wird, das erfahren Sie am Freitag. Schweiz Aktuell berichtet dann direkt von der Preisverleihung zu Rüschlicken.